vielleicht musst du Refresh drücken. Bei mir steht, ich hatte 539 Frame Drops. Ich weiß nicht, wie sich das bei Kick auswirkt. Ich hatte noch nie welche. Ich habe ja gewechselt auf Telekom und seitdem habe ich nie welche. Außer einmal von der Woche, glaube ich, 39. Sonst halt gar nicht. Andocken abgeschlossen. Over. Ich dachte echt, dass hier ein bisschen mehr Action geboten ist. Was kann die Handelsaufsicht? Kann ich behilflich sein? Alles. Ich hoffe, wir haben Geld? Was. Nee, also nicht mehr alles, okay. Erstmal schauen, dass ich. Achso, erstmal verkaufen gehen. Wichtig, dann die Schmuggelware loswerden. Das. Boah, der hat nicht genug Geld für das. Jetzt passt es wieder. Refreshed Golf. Wunderbar. Weil ich weiß nicht, wie sich das bei Kick auswirkt. Hat man mehr Delay? Läuft es asynchron? Okay, gut. Dann geht das wieder. Schau mal. 1689 und normal soll es 12.000 wert sein. Was hat der? Ich kann nur noch die verkaufen. Bestätigen. Mit den anderen, die kosten 1500. Da verkaufe ich noch Kleinteile oder so. Nee, ich behalte nur Sachen, die mich heilen. Also die... Es war total asynchron für Lip und Voice. Okay. Das ist crazy, aber gut, aber auch crazy, dass es sich wieder dann fängt, wenn du refreshed. Hier. Das wollte ich dich fragen, das weiß ich auch nicht, aber ich lese es gerade. Wenn ich kämpfe im Weltall, ist meine Hülle kaputt. Manchmal kann ich O drücken zum Heilen und manchmal nicht. Woran liegt das? Anscheinend an dem hier, oder? Repariert 4% der Schiffhülle für 10 Sekunden. Das ist aber wenig. Mein Schiff war oft kaputt und ich konnte nicht O drücken. Du brauchst Schiffsteile, natürlich darf das Repair nicht auf CD sein. Wie, es gibt CD? Also das ist das, oder was? Ich habe da nie irgendwelche behalten. Und wo er... Achso, die kriege ich vom Abschießen anderer Schiffe. Habe ich jetzt immer bekommen. Ja, wenn du es gerade genutzt hast, kannst du es gleich nicht verwenden. Okay, okay. Aber hier steht ja nur 4%. Wenn ich manchmal 50 Hülle habe, mit einem Ding ist alles repariert. Gibt es da andere? Gibt es da verschiedene? Dann behalte ich die. Weiß ich nicht, bis jetzt nur... Okay, okay. Und die können auch in meinem Inventar sein? Viel stärker, das mit einem Skill oder einem Crewmember. Ja, stimmt, stimmt. Da gibt es welche, die extra dafür spezialisiert sind. Ja, das kann sein. Ja, okay. Gut. Hey, danke, dann kann ich die... Dann tue ich die einfach ins Schiff rein. Ja, genau, mache ich auch. Krass. Ich habe es erst nur zufällig gesehen. Ich habe halt Schiff abgeschossen, jetzt sehe ich Schiffteile. Dann sehe ich, hey, repariert, sonst klicke ich immer alles durch. Klick, 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 klick. Jetzt muss ich halt drauf achten wegen dem Preis. Das ist bei... Okay, das ist bei Hilfe. Hat der Typ denn sowas? Kaufen. Sonstiges? Nee, hat er nicht. Ja, ich hab die halt anscheinend dann immer verkauft, ohne zu checken, dass ich die brauchen könnte. So ein Schlawiner bin ich hier.
Seele des Wedels Kraken. Titan, das habe ich neu bekommen. Ich habe immer so eine Scheiße. Ja, nee, ich muss mal wieder kurz schlafen oder mich hinlegen. Schöner Tag, nicht wahr? Warte mal, ich habe Stuhl. Ah, jetzt ist es für ein Schiffsteil. Ich dachte mir, diese Schiffsteile braucht man vielleicht für ein Schiff zu bauen. Andererseits dachte ich dann gar nicht mehr weiter, denn Schiffe bauen tut man so in einem Händler. Okay, aber Schiffsteil zu reparieren, alles klar. Ich will das auch machen. Ich habe das immer nur auf der Erde gemacht. Ich will das im Weltraum machen. Im Weltraum kannst du denen die Antriebe kaputt schießen. Und dann kannst du andocken und sie töten. Auf dem Weltraum, also auf der Erde kannst du ja die Aura schießen und einfach reingehen und auch es kapern. Das habe ich schon gemacht, aber im Weltraum ist mir noch nicht gelungen, nur die Antriebe zu deaktivieren. Denn ich gehe auf dieses nahe Dings rein, wähle unten den Antrieb an, dann zeigt es mir diese drei Dinge an und er schießt von alleine. Er schießt von alleine auf die Antriebe. Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen, wenn du mal in New Atlantis bist? Ich hab's dann noch nie geschafft anzudocken. Ich hab's nur geschafft anzudocken, wenn es halt die Mission dazu gab. Ja, wenn's Piraten sind oder so, kommt mir doch kein Kopfgeld, oder? Oder was hast du denn vorher gekillt? Du hast UC gekillt, oder was? Ja, dann, okay. Ja, dann kriegst du eh Kopfgeld. Bei mir waren es, glaube ich, Spacer oder immer diese gleichen Typen. Ich habe da immer so komische Sachen. Ne? Feindliche von einer Mission. Ich habe halt immer nur Kopfgeldsachen und da kann ich sie halt nicht kapern. Da muss ich sie töten. Und ich glaube, das zählt dann nicht, wenn du sie kapern kannst. Ah, das ist krass. Das ist fies. Ich glaube, das fies, dann hat das Spiel vorgesehen, wie du geschrieben hast, dass du sie im All killst und die Crew nicht einzeln am Massaker, also ab, ne? Wenn ich also kein Massaker auf dem Schiff, sondern auf der ganzen explodieren lassen. Schön, dich zu sehen. Es gibt auf der ganzen Station kein besseres Angebot. Schrei mich halt an. Ja, ich glaube, so persönlich Blutbad erschießen ist halt schlimmer, als wenn du das Schiff erschießt. Also das Schiff tötet, explodiert, dann bleibt nichts mehr übrig. Weißt du? Die Leichen und so sind scheiße. Bei mir ist das Enter nie erlaubt. Wie ist das, wenn du dann diesen Zoom nimmst zum genauer Schießen auf die Triebwerke? Dann schießt er doch automatisch auf die Triebwerke, gell? Bei mir macht er das schon, aber ich mache immer das Raumschiff kaputt. Auch wenn es noch eine Menge HP hat, irgendwann ist es einfach down. Ich stopp sogar hinter ihm, drehe um und dann visiere ich das Triebwerk und dann schießt er von selbst. Ich kann gar nicht mehr selber manövrieren, also selber drauf schießen, sondern das Spiel schießt halt. Mit der EM-Kanone draufballern. Ach so, mit der EM-Kanone machst du das. Du musst das einfach nur Dings da Energie wegmachen halt. Okay. Das geht natürlich auch. Gut. Dann werde ich das mal in Betracht ziehen. Demnächst. Wie muss ich nochmal schlafen? Aber ich habe mittlerweile so viel Gold, glaube ich, oder Credits. Wahnsinn. Ich wollte mir ja so ein Schiff kaufen, aber es gibt halt aktuell keinen Grund, das zu machen. Ich habe jetzt random ein Schiff, was ich bei einer Quest eingenommen habe. Mit dem wollte ich auch gar nicht fliegen, aber ich habe das gelassen und passt. Ist okay, das ist zwar ein bisschen schlechter als das, was ich habe noch, ein anderes, aber es gibt da keinen Grund, warum ich das nehmen sollte. Es funktioniert dann einfach. It works einfach.
der Puls noch aktiv? War ich schon wieder AFK und habe den Puls nicht reconnected? Oh Mann. Ja, echt so. Oder? Ist das jetzt connected oder? Ich schau mal gleich. Muss eh noch mal warten hier. Eigentlich tratsche ich ja nicht, aber wenn... Oh, nee, du sollst hier connecten einfach. Geht der Puls jetzt richtig? Nee, immer noch 90. Ich habe 91. Ja, stimmt, doch. Okay, der Puls war connected, nur die Uhr ist aus dem Sportmodus raus. Ich mache ja immer, wenn ich stream, 24/7 hier Zumba. Denn nur bei aktiver Sportart auf der Uhr tut er halt permanent den Puls messen. Deswegen muss ich das immer im Sportmodus halten. Und anscheinend ist er aus dem Sportmodus rausgegangen. Wie kann er nur? Der weiß, was ich immer Sport mache. Den ganzen Tag. Immer. Und 2 Kalorien verbrauche beim Sitzen. Das weiß er doch. Wie kann er nur? Frech. Du verifizierbare Informationen hast, bin ich ganz ohr. Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen, wenn du mal in New Atlantis bist? Ich glaube, meine Nachrichten... Kann man dir irgendwie helfen? Gewiss. Warum ist der so laut, der Typ? Verkaufen. Sonstiges. 7K, ja, ist ja doch... Ist ja doch nicht ohne das Ganze. Boah, du hast dieses Ding. Oha, du hast diesen Cruiser. Ich wollte den mir kaufen, der kostet 500... 300k, genau. Das Ding wollte ich mir kaufen auch, ja. Wegen 4100 fucking Frachtkapazität. Genau, der ist beim Schiffshändler, gibt's den. Mhm. Den wollte ich mir kaufen. Und den anderen. Ich habe die 2 schon. Das Ding ist halt, es gibt Schiffe von der anderen Qualität und ich weiß nicht, wie die dann sind. Sehe ich die aktuell beim Händler nicht, weil ich die nicht fliegen kann? Oder woran liegt das? Ja, ja, das ist ein super Schiff. Ja, ja, das ist geil. Du musst dir mal bei New Atlantis beim Händler am Anfang das rote Schiff anschauen. Das finde ich geil. Das ist halt so ein Transporterschiff. Ich glaube, das ist nicht sehr manövrierfreundlich. Musste ich bei meinem Schiff auch feststellen. Weil ich hatte ja meins umgebaut hier. Überprüfe dein Schiff alle paar... Kann ich dir irgendwie helfen? Ich hatte ja meins umgebaut. Klar, nur zu. Hier. Das ist halt das Originalschiff vom Anfang. Habe ich auch umgebaut nach dem Ding. Es scheinen die gleichen Schiffe zu sein wie bei mir. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das schon mal... Oder so ähnlich? Aber das ist vom Namen her. Es gibt, glaube ich, eh nur bestimmte Schiffe. Die Frage ist mit der Schiffsklasse C und B. Was ist denn das? Transformer oder was? Sieht doch nett aus. Oder? Sieht doch nett aus. Space Ox. Das sieht so aus, als ob es so spazieren gehen könnte wie so ein Roboter. Also zum auf der Erde zum Laufen lustig. Und oben so eine Schiene irgendwie. So, als ob da die Bahn fahren könnte. Jetzt sei mal nicht so, als du die Bahn da fahren. Stimmt. AT-AT Walker. Genau, ja, genau, meine ich. Genau. Ich zeig dir mal das, was ich. Ich kann manchmal hier nicht raus. Wie ist es bei dir? Obwohl ich hier angedockt habe, ich kann manchmal hier nicht raus. Geht einfach nicht. Und ich komme immer hier raus, wenn das Ding geradeaus und ich fahre da links. Oder? Nee, das ist ja auch dieses Zeichen da. Ich komme hier einfach nicht raus. Ich muss halt über die Karte gehen. Oh Mann, hier. 30. Es wird immer schlimmer. Jetzt
ist die größte Hitze gerade. Boah, Alter. Einfach nicht mehr rauskommen. Das war's, Ende. Ich glaube, das ist so gewollt, das ist gar kein Bug. Das ist so gewollt. Wir müssen eh dahin. Ich zeig dir mal das Schiff, was ich wollte. Wo ist denn der Landeplatz hier? Viewport, oder? Ich glaube, ich muss eh wieder gescannt werden erstmal. Nachdem. Du trittst in den Raum der United Colonies ein. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Es soll eine Fraktion geben, die hat Raumschiffe. Viel Spaß in New Atlantis. Die sind Scan, also scan dich. Du kannst da, egal was du hast, das kann ich nicht scannen. Abschirmung halt oder so. Aber ich weiß nicht, welche das ist und ob ich die schon getroffen habe. Habe ich auch noch ein Video mitbekommen. Der hat nichts gesagt, der hat nicht gespoilert, hat nur gesagt, es gibt eine Möglichkeit und das geht nur bei der bestimmten Fraktion. Da, ich zeig dir mal das, was ich haben wollte. Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Ruhe. Der Automat ist gleich hier. Und hier ist unser neuer Captain. Jo. Du findest sicher. Ich hoffe, es ist noch da, das Ding. Oh, das hat er jetzt auch. Ist das, was du mir geschickt hast? Ja, Conqueror, ne? Ja, ja. Ja, genau. Wenn ne, deins heißt Vanquisher. Schau, das. Das hab ich eigentlich gemeint. Ich hab's mit deinem verwechselt. Ist aber auch ähnlich. Ist auch ähnlich, guck mal. Das hab ich eigentlich gemeint. Das ist geil. Ich will das so, wenn ich mal wirklich schmuggel und sowas, das ist geil. Das ist wild. Das hat 2240. Was hat er deins? 4120. Okay, das ist besser. Also Vanquisher. Gut. Hier, das, okay, das ist, aber hier Crew 6. Das will ich haben. Oder? Das wollte ich haben. So ein Ding. So ein Mittelteil. 2280 Frachtkapazität, Crew 5, was ich halt auch brauche. Und sonst alles besser, als was ich habe. Das wäre geil. Das habe ich mir gewünscht, aber hatte ich das Geld noch nicht dazu. Er ist echt zum Brotkasten, ja. Wollte ich mir halt holen. Hatte das Geld damals nicht. Jetzt habe ich 719 Credits, Alter. Wahnsinn. Das ist mein, sag ich mal, mein Traumschiff. So. Da hätte ich Bock drauf, dass. Jetzt habe ich diese. Ich komme nie wieder zurück auf diese Anzeige wie am Anfang. Du findest sicher. Oder? Hier. Das finde ich geil, auch von den Werten. Ob das jetzt manövrierfähig ist, weiß ich nicht. Und das ist echt cool, ja. Passt alles. Vom Sprung, vom Ding, von den Laser. Das ist schon sehr. Nur. Sieht alles gut aus. Frage ich mich. Bin hier am Platz. Wie oder was das hier genau zu bedeuten hat. Hier steht, schaltet die Pilotenfähigkeit für Klasse B-Schiffe frei. Macht Sinn, verstehe ich auch. Aber wo sind die? Weil alle, die ich jetzt kaufen kann, kann ich doch auch fliegen, oder? Ich kann jetzt nicht irgendwas kaufen, was ich nicht fliegen kann. Und dann gibt es C auch noch. Wer weiß, was das dann noch ist. Oder kann ich die jetzt kaufen, aber nicht fliegen? Das habe ich ja nie, weiß ich aber nicht gepeilt. Mich brauchst. Kann ich nicht skillen. Kann sein, dass die Händler dann andere Schiffe haben oder dass die woanders gibt. Alles keine Ahnung, sage ich dir. Begleitet Andrija zur Loge. Ja, lass mich zur Loge porten. So. Hallo Andrija, okay.
Jetzt bin ich gespannt, was die Loge dazu sagt. Die weiß... Ja, okay, aber die Loge weiß ja nichts vom Haus, oder? Doch, doch, wissen sie, ne? Doch, die wissen, dass sie von da kommt. Aber es darf keiner dahin. Nur ich war es, der Erste. Es war nie jemals jemand da. Einfach so chosen. Die Constellation hat zumindest eine hervorragende Unterkunft. Genau, so 12 habe ich auch mal bekommen. 12, 15. Aber die Registrierung, was hatte ich dir denn gekostet? Die Registrierung war ja auch nicht umsonst. Ja, dann hast du 3K plus gemacht. Naja, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Für ein ganzes Raumschiff? Naja, hätte ich halt mehr erwartet. Ging mir auch so. Ging mir auch so, ja. Deswegen, ja klar, Mager. War etwas Wichtiges oder nur Plauderei? Ich muss mit Andreja hier hinein? Okay, was hast du vor? Ich muss speichern? Es gibt eine Mod, die Preise anpasst. Ja. Wie kann ich helfen? Ich frage mich ja, warum hat es der Hersteller so vorgesehen? Ich weiß ja nicht, wo ist die Range zwischen Cheaten und Nicht-Cheaten oder nur Verbessern? Keine Ahnung. Freut mich. Hast du denn Geldprobleme? Weil ich habe jetzt, wie gesagt, 700k. Und vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, die Schiffe irgendwo teurer zu verkaufen im Universum später. Oder die gekauften Schiffe sind extra nicht so viel wert. Wie geht also, es dir? Ja, wie, lass reden. Danke, dass du mit mir hergekommen bist. Sehr gerne. Nach allem, was geschehen ist, habe ich vielleicht keinen Platz in Haus Varun mehr. Egal, du kannst dieses mir immer einen Platz. Dieses Zimmer ist inzwischen vielleicht mein einziges Zuhause. Wir können das Zimmer uns teilen und ich habe auch ein Zimmer hier, wir können uns beide Zimmer teilen, gar kein Problem. Ja, Entwickler zu dumm, es gibt auch Mods, die unendlich Gewicht machen und so eine Scheiße, das fühle ich halt gar nicht. Unendlich Masse, unendlich dies, unendlich das, Millionen Geld und ja, nee. So Kleinigkeiten wie Schiffe anpassen oder sowas, die Preise oder vielleicht die Dealerware. Aber vielleicht kommt ja noch irgendwie, wann das es Sinn macht. Dass du halt bei der UC nicht die Sachen verkaufen kannst, die du geklaut hast. Egal, ob sie registriert sind oder nicht. Vielleicht kommt später irgendwann ein Händler, der nimmt, die gibt die richtigen Preise. Weiß ich ja nicht genau. Das Warten auf die große Schlange hat mich Geduld gelehrt. Oh, okay. Willst du jetzt meine große Schlange sehen? Was auch passiert, du musst es nicht allein durchstehen. Zieh keine vorherigen Schlüsse, du weißt es nicht, was geschehen wird. Die Loge wird immer für dich da sein, das werden wir alle. Nein, ich will nur, es beruhigt mich ungemein, das zu hören. Sehr gerne. Und dennoch, ja, bitte? Ich weiß nicht, wie ich ohne eine Verbindung zu Haus Varun leben soll. Die große Schlange war immer die führende Kraft in meinem Leben. Das ist so verkehrt, die mein gesamtes Tun antreibt. Wenn ich das verloren habe. Die Große. Das klingt so falsch, wenn ich mit ihr im Schlafzimmer stehe und sie sagt, dauernd die große Schlange. Mein Gott. Ja, Jaroka, genau. Ich weiß nicht, bin ich das? Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Fucking crazy. Du brauchst Haus Varun nicht. Du hast in der Constellation eine Familie. Deine Verbindung zur großen Schlange war nicht Tomisa. Du trägst sie immer noch. Du trägst sie in dir noch immer. Wenn Haus Varun dich nun fallen lässt, wäre das ein schwerer Fehler. Vergiss den ganzen Scheiß. Lass die Vergangenheit hinter dir. Führen wir diese Unterhaltung noch fort? Lass mich überlegen. Das ist eine Frau-Diskussion. Schade, dass man denen echt nicht so viel Zeit zu überlegen hat manchmal. Sie steckt noch in dir. Ja, das nehme ich. Ja, das nehme ich. Das ist ja das. Natürlich nehme ich das. Fühlst du denn nichts? Ja. Ja, das stimmt. Was auch geschehen ist oder noch geschehen mag, die große Schlange ist noch bei mir. Du warst die ganze Zeit an meiner Seite in dieser turbulentesten Zeit meines Lebens.
Und du hast mich treu unterstützt. Ich konnte noch nie auf jemanden zählen, wie ich auf dich zählen kann. Falls ich mich wiederhole, vergib mir bitte. Ich kann einfach nicht genug jetzt betonen, wie viel mal mir das bedeutet. Oh mein Gott, jetzt zieh dich doch mal auf. Also, okay, hey Mann, ich, so weit war ich noch nie. Freundschaft oder Beziehung? Oh mein Gott. Es ist soweit. Die Doppeldeutigkeit hatte ein, war gewollt. Oh Gottes Willen. Was passiert hier? Klappt das? Das ist aber schon too much, das gleich zu sagen. Chill doch mal, aber das geht nicht anders. Das Spiel zwingt mich. Ja, Yeroka. Ich brauche 15% XP. Du weißt das. Energie. Nun, das ist... Entschuldige, ich brauche kurz. Oh nein. Ich muss gestehen, ich bin überrascht. Mir war nicht bewusst, dass du so empfindest. Digga. Aber wenn du es ernst meinst... Ah, okay. Ich empfinde ganz ähnlich. Eines muss von Anfang an ganz klar sein. Ich teile nicht. Wie teilen? Wenn du mir gehörst, ach so, gehörst du mir allein. Ja, das ist auch richtig. Niemand anderes kommt zwischen uns. Wenn du dafür nicht bereit bist, verstehe ich das. Aber für mich ist das eine Grundbedingung. Ich dachte, jetzt würden sie irgendeinen Vertrag oder sowas. Hochzeitsvertrag. Ja, die Dinger gehören mir, die Waffe gehört mir, das gehört mir. Ach, sie redet von dem natürlich. Also, ich bin ja auch so Monogamie-Dingsbums. Also, na klar. Was zum Teufel? Bist du sicher, dass du das willst? Ich gehöre dir, solange du mich haben willst. Monogamie geht gar nicht. Alles klar. Ich wohne ja auch in Deutschland, nicht in Österreich. Sorry, dass es bei euch anders ist. Dann kann uns wahrlich nichts und niemand aufhalten. Oh Gott. Gemeinsam sind wir stark. Du hast eine Freude in mein Leben gebracht, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Mit dir an meiner Seite, Liebchen, freue ich mich auf die Zukunft. Liebchen? Was ist hier? Das ging jetzt viel zu schnell. Ich will doch nicht. Hilfe, das ging zu schnell. Nacht, ich hab's geschafft. Ich hab 10 Tage gebraucht. Also, okay, also ich bin verwirrt. 10 Tage habe ich gebraucht hier. Game durchgespielt, die alte 4. Ja, richtig so. Krass. Ja, Sarah hätte ich jetzt auch früher geschafft. Aber ich musste mit ihr anfangen. Bei Sarah habe ich 3-mal geflirtet, hat sie gesagt nein. Bei 4. Mal hat sie gesagt ja. Und dann habe ich ja sie ja schon gehabt. Und dann musste ich ja wieder von neu anfangen. Und sie ist echt eine harte Nuss. Warum stehst du da in der Ecke? War das ja schon das Vorspiel oder was? Und wie macht man das jetzt? Ein Credit für deine Gedanken. Ein Credit für deine Gedanken. Oha! Die wird ja mal besser. Einfach schlafen. Yeroka, jetzt bitte. Also, ich muss ja... Wie geht es mit unserer Beziehung? Hey, ich will gar keine Fragen stellen. Können wir nicht? Kann ich dir was sagen? Den Ton kenne ich. Also gut, was gibt es? Oh mein Gott, Hilfe. Ich bin jeden Tag so dankbar, dich in meinem Leben zu haben. Das scheint gut zu sein. Du bist ohne jeden Zweifel das Beste, was mir je passiert ist. Dick aufgetragen, aber ja. Du hast wunderschöne Augen, ich kann mich ihnen verlieren. Sehr gut. Geht es dir gut? Lass mich lesen! Ich kann nicht aufhören, dich zu denken, selbst wenn du direkt neben mir stehst. Ja, das kommt gut. Ich liebe dich mehr, als ich je für möglich. Das ist too much, Digga. Schöne Augen verlieren, komm. Danke, Liebchen. Liebchen, was du ist bist denn? Auch nicht so übel. Oha! What? Das ist ja... das ist ja wie Real Life. Das ist ja alles verkehrt hier. Aber immerhin habe ich es geschafft, in einem Spiel jemanden zu klären. In Real Life geht das nicht. Also, unrealistisch. Warte kurz hier.
Ne, ich stell dir jetzt keine Fragen, wie es mit der Beziehung ist. Bist du blöd? Gib gut auf dich acht. Bist du deppert oder was? Schlaf im Besitz. Ich kann da nicht schlafen, weil es ihr gehört. Deswegen hatte ich gemeint, wieso? Ich muss dann in mein eigenes Bett gehen. Passen wir auch ins Schiff? Passen wir auch ins Schiff in ein kleines Bettchen? Okay, cool. Waffenkoffer, unzugänglich, entsperren. Lässt sich nicht öffnen, sorry. Das ist halt ihr Zimmer hier. Geil, Mann. Wieso ist das so hell? Endlich habe ich es geschafft. Aber wir sind eigentlich gar nicht hier deswegen. Wir sind gar nicht deswegen. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ich bin verwirrt als Real Life. Dass sie. Also. Yo! Gut, jetzt gehen wir erstmal. Was ist denn mit ihm? Wer ist. Okay. Gibt's hier nicht ein freies Bett, wo wir mal kurz ausruhen können? Schlafbett im Besitz. Ja, komm, wir gehen ins Schiff. Da, wo uns keiner sieht, Kappa. Ich habe in dem Schiff gar kein Bett, das war das andere. Oh nein! Das ganze Universum steht uns zur Verfügung und ich finde kein Bett, wo ich mit ihr... Oh Mann! Das ganze Universum, überall. Ich kann nicht, ich finde nichts. Was jetzt? Jemine. Im anderen Schiff gab es ein Bett, hier gibt es keins. Hast du es echt cool gemacht. Ja, ich glaube... Gibt es unten ein Bett? Hallo, ich muss ein Bett suchen. Hier. Falls du irgendwo eine kurze aber Geschichte ein der kind. Zeit findest, egal welche Ausgabe, bin ich dir ewig dankbar. Kannst du brauchst was? Du was? Und hier ist die andere. Ja, komm, wir liegen. Ist schön unterwegs zu sein. Also, ich hab's endlich geschafft. Nach 10 Tagen habe ich Andreja geklärt. Sie liebt mich und sie liebt, ich liebe sie und dies, das. Beziehung Main. Und jetzt vielleicht 15% XP. Das ist halt quasi die Fortsetzung von der Geschichte. Liebe im Weltall, oder wie habe ich es genannt? Flat Lovable. Letzte Nacht war erhellend. Ich freue mich auf die nächste Lektion. Oh, danke. Letzte Nacht war erhellend. Ich freue mich auf die nächste Lektion. Oh. Also ich meine nicht, dass vor der Ex und vor der... Also nee, wir sind Freunde. Habe ich jetzt 15% XP? So wie es vorgesehen ist? Wie? Ja, 15%. Make lovable flat. 15%. Geil. Hey. Das... Ja? Was ist mit dir? Es war sicher nicht leicht, diese kniffligen Entscheidungen zu Ryujin zu treffen. Ryujin! Ich bin erstaunt, dass du das überhaupt konntest. Klar, ich bin der Beste. Solche Konzerne sind der Grund, warum ich nicht in die Wirtschaft gegangen bin. Ich hasse dieses Leben. Okay, jetzt will sie auf einmal reden, ich verstehe. Welches Leben meinst du? Da bin ich ganz bei dir, es ist widerwärtig. Verständlich, es ist nicht jeder für die Geschäftswelt gemacht. Nicht alle Konzerne sind so unheimlich, wie du sie nicht darstellst. Schlicht. Schreibst du es mir auf, damit ich es. Ja, ist ja nicht jeder gemacht für die Geschäftswelt, klar. Ich mache auch einen. Nein, das stimmt wohl. Deswegen bin ich froh, dass du Ryujin auf den richtigen Weg gelotst hast. Ja, klar, easy. Schließlich haben sie aufgrund deiner Empfehlung ihre Arbeit an dieser verstörenden Neuro-M-Technologie eingestellt. Meint ihr, wir können ein Raumschiff machen nur mit Frauen? Ich meine, Quote muss sein, was willst du machen? Mit Neuraumtechnologie hätte man Feinde nicht auf nicht tödliche Weise aufhalten können. Diese Technologie hätte über viele Jahre die Arbeitsplätze aller Ryujin-Mitarbeiter sichern können. Freut mich, dass du meine Entscheidung gutheißt. Warum macht dir Neuro-M-Technologie solche Angst? Aber ist richtig so, ja. Neuro-M war kacke. Da Main, so Brain-Control und Dings da. Wahnsinn hier. Warum sollte ich deine Entscheidung nicht gutheißen? Stell dir die Technologie in den falschen Händen vor. Stell dir vor, wozu man die Menschen zwingen könnte. Ja, ich stell mir das jeden Tag vor. Der Gedanke ist beängstigend.
Ich stelle mir das jeden Tag vor, bei Menschen zu... Also, nein, mach ich nicht. Nein, nein, nein. Im Spiel natürlich nur. Ja, stimmt. Die negativen Aspekte überwiegen die positiven beim Weitem. So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Ich kann mir nicht im Ansatz ausmalen, welche Folgen die Technik hätte. Was genau meinst du? Wozu könnte man Menschen zwingen? Ich frag mal blöd. Zum Beispiel dazu, sich selbst gewaltsam das Leben zu nehmen. Oha, oder sich eine Waffe zu schnappen und auf Unschuldige zu schießen. Ja, das ist das Scheiße. Mit dieser Waffe kann man die Gedanken und Taten von Fremden kontrollieren. Eine schreckliche Ekelhaft. Vorstellung. Ekelhaft. Ja, deswegen habe ich sie auch abgewählt. Nun, dank dir wird Ryujin niemals die Gelegenheit haben, diesen grauenhaften Fehler zu begehen. Aber ja, nun habe ich deine Zeit genug beansprucht. Danke, dass ich mir das von der Seele reden durfte. Das Ding ist, es gibt diese Technik und sie haben gesagt, sie stellen es ein. Wer weiß, ob sie nicht im Geheimen mit irgendeinem Geheimlabor noch weiter forschen und diese Technik noch weiterentwickeln, ne? Hast du was für mich? Wie hast du was für mich? Hast du was? Nein. Schön, du bist zurück. Dann mal los. Nein, ich will nicht mit Miss ihr. Miss Morgan, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Ich habe mich verklickt. Das ist wirklich tröstlich, Andrea. Recht herzlichen Dank. Nein, ich wollte nicht. Sorry, ich bin mich verklickt. Kann ich dir helfen? Ich freue mich darauf. Viel Glück an. Digga, Glück ich wollte wird nicht nötig nur sein, aber trotzdem danke. Boah, ticken die sich gerade an? Ich wollte hier, was du für mich hast. Weil meine Tastatur kann ich immer hoch machen. Runter geht er hoch nicht. Haben die sich jetzt What the fuck? Du kannst wohl Gedanken lesen. Oh mein Gott. Schon krass, Jeroka. Das wird nicht nötig sein. Und die, wie angepisst die war. Sorry, ich habe mich verklickt. Ich krieg halt schon schlechtes Gewissen. Einfach ohne Graf Antrieb no joke. Ich habe schlechtes Gewissen, ob ich irgendwas falsch gemacht hätte. Was ist mit mir, Jero? Ich bin hier gefangen im Spiel. Brauchst du was? Ich fühle mich jetzt schlecht, weil ich mit ihr geredet habe. Ich muss einfach mal ins Weltall. Ich muss mich abkühlen. Mach die Schotten auf. Mach die Türen auf, ich muss mich abkühlen. Geh weg da. Wieso ist sie jetzt immer da? Oh mein. Nein! Eine Leiche. Wer ist denn Schlimmeres. Er? Schlimmeres. Oh. Wer ist denn? Einfach nochmal mit einem Digital. Meinst du, dann ist das Gefühl besser? Ich bin eine Motte. Du, das Licht. Wer ist denn das? Ich bin ein Magnet. Du, der Kühlschrank. Warum ist der noch hier? Lol, den sollte ich. Das war doch dieser Sack, oder? Das war doch der Idiot, der in dem Schiff war, mich bedroht hat. Und warum ist er noch hier? Der darf gar nicht mehr da sein. Habt ihr abgeliefert, Zara? Schlimmeres. Lol, ich hatte eine Quest, die beiden Newtlanders abzuliefern. Ich bin in Newtlanders gelandet und hab die abgeliefert. Nee, das war ein Neon. Sorry, Neon. Die gehören auch zu Ryujin. Und die habe ich in einem Raumschiff so gefunden, weil sie komische Sachen gemacht haben. Und ich wollte sie nach Hause fahren. Bin in Neon gelandet, hab die Credits bekommen. Und die sind immer noch da. Oft denke ich, was würdest du machen, wenn du in meinen Schuhen stecken würdest? Ich habe aber kleine Füße. Ja, okay. Wild. Diese Quest habe ich immer wieder. Zerstöre die Crimson Fleet Phantom in Cheyenne-System. Immer, ist immer die gleiche. Aber es sind... So langsam erinnert mich das Spiel schon extrem stark, was früher Wing Commander Private hier war. Es ersetzt es schon sehr gut. Auch mit diesen Terminals gab es auch die Quests daneben. Gehen wir mal ein bisschen fighten, oder? So ein bisschen abreagieren hier. Wir müssen mal ein bisschen... Ersetzen Sie Course auf das Cheyenne-System, Steuermann. Maximum Warp, wir müssen ein paar wilde Piraten töten. Energie. Ob ich die Energie, die Systeme, die ich eingestellt habe. Willkommen im Freestyle-Raum. Wir scannen kurz auf Schmuggelware, dann kannst du weiterfliegen. Jo. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Ich will nicht landen. Lass mich in Ruhe. Ich will weiterfliegen. Zerstörte Crimson Fleet Reise zu einem. Okay. Jetzt hat.
Jetzt fängt erst eine neue Geschichte an, Staffel 2. Das wird ein Spaß! Sämtliche Grafen sind ausgefallen. Ausgefallen bei denen? Nee, oder? Die fliegen immer noch. Ja, ich muss ihn ja nochmal laden. Ich probiere ein bisschen was. Unser Sprungantrieb ist ausgefallen. Ach, das sind zu viele. Okay, dann mach ich es nicht machen. Ich kann nichts helfen, wenn so viele sind. Und ich kann nicht reparieren hier noch. Schau mal, ich kann nicht reparieren. Ich hab das... Warte, ich muss mich rübersetzen. Doch Schiffsteil oder nicht? Du hast schon verloren. Nee, ich hab's vergessen wegen der Andrea Chagrat. Hab ich vergessen. Unter Beschuss! Nee, ich hab's vergessen. Sie hat mich total, ne? Weißt schon. Dann mal los! Kirre gemacht. Dann muss man sie da drin haben, gell? Komm mal, ich will. Ziel hat Antrieb verloren. Kann ich jetzt? Ich bin jetzt fast tot, aber. Andocken, komm, andocken. Das hat nur Level 2, aber egal. Let's go, ich will es mal machen. Grafantrieb ist einsatzbereit. Und wir sind angedockt. Okay. Ich hab's geschafft. Wow, ist der schwerelos hier. Oh mein Gott, warum das? Hä? Yo, und yo, wo geht's denn lang hier? Ich hab was. Ist irgendjemand? Sie hätten es besser wissen müssen. Siehst du, das meine ich. Wenn man so schnell die ausschaltet, dann, mich halt gefragt, ob man nicht schwerer stellen soll. Aber ich glaube, die waren gar nicht so hoch. Jetzt 900. Okay. Gut. Ist kein großes Schiff. Aber ich habe zumindest mal geschafft. Aber die, warum gibt es denn hier keine... Ist das Schiff kaputt oder warum gibt es denn hier keine Schwerkraft? Okay. Abdocken. So, wir haben ein neues Schiff, was glaube ich nicht geil ist, aber wir haben jetzt einfach mal wieder eins. Das ist jetzt meins, oder was? Wieso ist denn das noch da? Nochmal. Ach, das ist kaputt, das kann gar nicht. Lol, wie ist das jetzt? Wenn mein eigenes Schiff. Wie ist das jetzt, wenn mein eigenes Schiff nicht mehr fliegen kann? Ist das jetzt schon meins? Nee. Crimson Fleet Ghost. Ja, das ist halt ein Schmutz, das habe ich schon mal, oder? Ja, ja. Und jetzt kann ich Heimatschiff anlegen. Ich brauche ich gar nicht registrieren lassen, oder was? Nö. Hä, verstehe. Ja, dann passt das ja. Ich glaube, ich habe das jetzt einfach, oder? Oh.
wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Ja. Endlich ist das auch du. Jetzt geht es den bösen Buben an den... Haben wir jetzt zwei von denen? Nee, wir haben vier Schiffe. Wir hatten vorhin fünf. Ja, reparieren geht nicht. Hast du das noch angedockt? Cool gemacht. Ja gut, dann muss ich das, glaube ich, zum Main-Schiff machen dann. Das ist krass, dass beide parallel existieren, habe ich auch noch nicht gehabt. Dann gehe ich hier hin, glaube ich. Drück hier Tab, mach das als Main-Schiff. Zack, dann habe ich das. Ja. Genau. Das ist halt ein Kackschiff, aber ich gehe da eh wieder aufs andere. Aber dass das jetzt noch hier ist, ist krass. Weißt du, das ist halt kaputt, genau wie das hier. Einfach im All mit zwei kaputten Schiffen. Ah nee, das fliegt weg jetzt. Was ist jetzt? Achso, da ist es halt. Du bist besser als das Allerbeste. Okay, das ist jetzt... Ich weiß, das klingt zwar ziemlich unmöglich, aber okay. Registrieren G, ja. 4000? Ja, ich krieg nichts dafür. Ich sammle das halt einfach mal. Ich wollte das andere Schiff, aber die anderen, wenn mehrere auf mich schießen... Jetzt tue ich das mal... Wie schaffst du es doch? Das kann ich reparieren. Ich gehe mal kurz. Was sind wir eigentlich hier? Wo sind wir hier? Freestar Collector Level 1. Achso, Cheyenne sind wir hier. Der war mir am Anfang auch schon. Gibt es hier nicht irgendeinen. Ist es nicht Aquila City? Doch. Doch. Doch, doch. So, doch, Aquila City ist das hier. Gibt es in Aquila City einen Händler für Schiffe? Dass ich wieder mein Schiff kriege, mein anderes? Also das ganz andere. Ich möchte halt das andere Schiff wieder haben. Das ist nur so gekapert als Spaß jetzt hier. Ich denke schon, hier direkt am Anfang. Das ist sowas. Ja, das ist der. Pass. Sollen wir? Hey, wie kann ich dir helfen? Du findest sicher was, was dir gefällt. Okay. Das Schiff wäre jetzt 5000 wert. Ich habe 3000 bezahlt zum Registrieren oder sogar 3,7 oder sowas ähnliches. 5000 ist halt nichts, aber ich habe es jetzt nur so gemacht. Ach, Grazer Leaf hat Crew nur 2? Soll ich das wieder nehmen? Das hat 3 Crew. Das hat 4 Crew, aber dann muss ich wieder das nehmen. Wo Razor Leaf war ja besser mit den ganzen. Warte, mit diesem ganzen Waffensystem und so. Mach das, Jero. Ich weiß nicht, wie lange ich noch da bin. Reise, die würde ich nehmen, also, aber ich muss. Soll ich das andere kaufen jetzt mal? Einfach so als Spaß, ich habe genug Gold. Das rote Schiff. Von dem, das, was wir. Ja, komm.
Ihr wisst ja, dass das G für Gag steht. Von daher, holen wir es einfach. Holen wir uns jetzt einfach mal. Ich glaube, wir kommen gar nicht zurück mit dem, oder? Centauri. Was ist eigentlich Tomila? Da landen. Werden wir jetzt erstmal gescannt, oder? Ich werde aber trotzdem mal kurz davor speichern. Die Security hier ist so sichtbar. Da fühlen sich die Leute wohl sicherer. Die meisten jedenfalls. Okay, ich speichere jetzt mal hier. Ich hoffe, das Spiel meckert nicht wieder. Zack. Und hier kaufe ich mir jetzt das, was ich mir kaufen wollte. Sollen wir was reparieren? Und hier ist unser neuer Captain. So. Du findest sicher. Ich hole mir mal das Ding. Das hier. Enter. Ich habe die Taste gesucht hier. Enter muss man drücken auf einmal. Jawohl. Endlich kann ich es mir mehrfach leisten. Tag 10. 5 Crew, 27 Reaktor. Nur Ball ist schlechter. Was auch immer das genau. Also Balance und Bewegen. Ne, das ist was anderes. Zack. Hab's. Zeig mal. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und ja, modifizieren und dann, okay, glaube ich, umsteigen, ne? Ha. Mein Flugskill ist zu niedrig. What? Okay. Und welchen brauche ich? Wo steht, welche Schiffsklasse das ist? B-Reaktor. Ist das auch die Klasse B dann? Treibstoff, wo ist denn, wo steht die Schiffsklasse? Abschirmkapazität 0, Frachtkapazität, Treibstoff, Reaktor B, Sprungdinge, untersuchen, System wählen. Ich sehe nur eine fette B, wegen dem Reaktor. Okay. Weiß nicht. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz. Mal schauen, ob ich hier skillen kann. Fliegen. Drei Schiffe noch. Wir müssen noch drei Schiffe töten, dann kann ich das einfach killen, Schiffe. Das hier, Zielsteuersystem. Drei Schiffe killen. Am besten im Zielmodus, wenn nicht, dann nicht. Okay. Hallo. Und hier ist unser neuer. Du findest sicher was. So, nee. Okay, kein Problem. Ist die eine Stärke? Wenn ich jetzt auf die hier gehe, die ist ein bisschen.